brauchst du unbedingt 4 Versionen von Metal Gear Solid? Eigentlich schon, aber eigentlich auch nicht. Aber eigentlich auch schon. Im Zweifelsfall ja. Schönen guten Tag und herzlich willkommen. Let's Play in Talk Metal ist wieder angesagt hier beim Metal Hammer. Ich darf wieder euer Gregor Katsios sein, Moderator und Videogame Tausendsasse in vielen verschiedenen Sachen, aber ich darf heute im besten Fall nur Gast sein, denn mein Gast ist die Hauptattraktion hier, Markus Siepen von Blind Guardian. Schönen guten Tag. Schönen guten Morgen. Schön, hier zu sein. Schön, dass du da bist. Ja, guten Morgen ist richtig. Wobei, ich weiß natürlich nicht, wie bei Metal-Bands so die Zeitverwaltung ausschaut, wann ihr im besten Fall aufstehen müsst, weil ich als Medienmensch, ich habe meistens Arbeitsstart um 10 Uhr. Das heißt, ich kann es relativ entspannt angehen. Ja, also es ist tatsächlich unterschiedlich. Es gibt ja das große Klischee, als Musiker stehst du immer erst irgendwie frühen Nachmittag auf, aber der Touralltag sieht da teilweise ganz, ganz anders aus. Also wenn du speziell, wenn du auf Tour bist und fliegen musst, dann musst du teilweise morgens um, was weiß ich, 4 am Flughafen sein. Mhm. Und von daher, wir sind leid gewohnt. Und jetzt 11 Uhr morgens, gebe jetzt die Insider-Info raus, ist vollkommen entspannt. Das ist doch vollkommen entspannt. Was wir auch machen können, wobei wir müssen mal gucken, inwiefern wir uns dann direkt auf die Spiele sofort beziehen und alles, aber es heißt ja Let's Play and Talk Metal und bis ich sehe, ist auch schon fleißig gerade dabei. Das ist schon Diablo 2, die Resurrected-Version, wenn ich das richtig sehe. Das ist korrekt, ja. Wäre das jetzt was, abgesehen, wenn wir jetzt nicht diese Session hier machen würden, wäre das jetzt so eine Uhrzeit, wo du sagst, ach, ich habe gerade mal Zeit, so eine Runde Diablo 2 geht immer? Das kann durchaus passieren. Also ich bin da, was die Uhrzeit angeht, sehr flexibel. Mhm. Wenn, wie gesagt, auf Tour ist du bist irgendwie von den 24 Stunden am Tag bis zu 2 Stunden beschäftigt, nämlich mit dem Gig. Und die anderen 22 Stunden verbringst du mit Warten darauf, dass irgendwas passiert, dass der Soundcheck bereit ist oder dass du überhaupt ankommst. Von daher, da ist Diablo oder jedes andere Spiel zu jeder Tageszeit willkommen. Zu Hause im normalen Alltag muss ich jetzt nicht unbedingt vormittags spielen. Kommt auch vor, wenn ich nichts zu tun habe oder wenn ich gerade nicht inspiriert bin, Gitarre zu spielen, dann kann ich auch mal zocken. Das ist unterschiedlich. Aber Diablo 2, jetzt halt die Resurrected-Version, ist auf jeden Fall ein gern gesehener Gast in meiner Spielebibliothek und wie gesagt, Uhrzeit unabhängig. Ja, wir können ja erstmal ein kleines bisschen über Diablo 2 so quatschen und dann, ich glaube, das Gespräch wird sich sowieso in alle möglichen Richtungen entwickeln. Ja. Interessant, ich persönlich bin schon seit sehr vielen Jahren im Gaming unterwegs, also ich selbst halt seit Anfang der 80er, seit Kindheitstagen. Ja, bei mir ähnlich. Und du kennst es ja, man bleibt irgendwie hängen. Ne? Also es wird immer ein Teil des Lebens bleiben. Interessanterweise, ich war nie so richtig in Diablo drin, obwohl ich sehr gerne Rollenspiele spiele. Ich habe auch jahrelang ein Internetcafé geleitet, als die noch aktuell waren zu der damaligen Zeit. Oh, zu Hause, ja, Internet, wenn ich das mache, können die Eltern nicht mehr anrufen. Also gehe ich für 5 D-Mark die halbe Stunde ins Internetcafé. Und da habe ich eine Zeit lang eins geleitet. Und da war natürlich Diablo und Diablo 2. Kann ich mich erinnern, dass ich da viele Versionen gekauft habe, damit wir schön im Netzwerk da mit den Leuten dann spielen können. Insbesondere Diablo 2. Ein ganz großer, also vertraut bin ich so ein bisschen mit dem Spiel. Aber ich war nie so der, so im Dungeon-Crawling und schön mal Loot einsammeln und dann mit der dabei, aber die Leute, die es dann von Anfang gespielt haben, also die aus meinem Bekannten- und Freundeskreis, ich glaube, da kannst du die Stunden auch gar nicht mehr zählen, was immer dann da reingeht. Es geht so bei lustige Aussage zu Diablo 3, mal ein bisschen themenfremd. Ein Kollege von mir hat das damals zum Release gespielt und der meinte so nach ein paar Monaten, ach, Diablo 3, das gefällt mir nicht so gut wie 2. Ich habe 800 Stunden gespielt und jetzt ist irgendwie die Luft raus. Ja, kann ich mich mit identifizieren. Also ich habe jetzt auf Resurrected, ich spiele es hauptsächlich auf der Switch, weil Switch ist halt für den Touralltag ideal. Du kannst es im Bus spielen, du kannst es im Flieger spielen und wenn du Day Off im Hotel hast, hängst es per Dock an den Fernseher und spielst dann da. Ist also wirklich für Musiker auf Tour absolut der Traum. Jetzt momentan spiele ich auf dem PC, also ich habe es wirklich auf beiden Systemen. Und irgendjemand hat mir gesagt, dass ich jetzt auf Resurrected bei über 400 bin. Ich habe da ehrlich gesagt nicht drauf geachtet. Aber Diablo ist halt ein Zeitkiller, muss man einfach sagen, weil da greift diese
dieses, oh, noch ein Level und ich brauche nur noch das eine Item und ich mache noch einen Run, das greift da sehr einfach. Und ehe man sich versieht, hat man dann doch etwas länger gespielt, als man spielen wollte. Ich kann mich dran erinnern, ich habe früher zu Original-Diablo-Zeiten habe ich sehr, sehr viel mit einem sehr guten Freund von mir, mit dem Christian, gespielt. Und da kamen dann wirklich so Sachen, dass wir uns abends um, was weiß ich, 8 online getroffen haben, haben dann zusammen gespielt. Und irgendwann bemerkte er dann, oh, ich muss jetzt mal offline gehen, ich meine, muss ins Bett. Und er meinte, nee, ich muss zur Arbeit. Und man hat es nicht wirklich bemerkt, weil man hatte Spaß und man ist halt durch alle möglichen Dungeons, durch die Welt gerannt, hat Bosse gelegt, was auch immer. Und irgendwann war die Zeit rum. Wie ist es denn? Du meinst, du spielst jetzt aktuell auf der Switch. Das ist natürlich eine ziemliche Umstellung, wenn man mit Maus und Tastatur das gewöhnt ist. Was ich gehört habe über die Konsolenversion von Diablo ist es, dass sie aber einen guten Weg gefunden haben, dass du es auch mit Controller vernünftig spielen kannst. Kommst du damit gut zurecht? Du wirst lachen. Ich komme mit Maus und Tastatur für Diablo überhaupt nicht mehr zurecht. Das heißt, ich spiele jetzt am PC auch mit einem Controller, weil die Controllerbelegung auf der Switch ist so perfekt, weil du halt alle Fähigkeiten, alle Angriffe, alle, was weiß ich nicht was, hast du auf irgendeinem Knopf verfügbar und musst nicht mit der Maus erstmal durch irgendwelche Untermenüs klicken und irgendeine Fähigkeit anwählen, sondern du hast direkt alles da. Und ich habe gestern oder vorgestern zur Vorbereitung auf unseren Stream heute das erste Mal wirklich am PC wieder gespielt, Resurrected, und musste mir das erstmal alles wieder einrichten, weil ich wie ein Depp hier vorstand und dachte, Moment, wo sind meine Fähigkeiten, wo geht was? Also die Konsolenumsetzung, also wobei Konsole, ich kann nur von der Switch reden, weil Xbox oder PlayStation habe ich nicht. Auf der Switch ist es absolut perfekt umgesetzt und wenn man sich das dann halt am PC auch auf den Controller wieder so umlegt, es spielt sich perfekt. Okay, nee, das ist doch, also das kann man natürlich gerne dann auch an die Entwickler weitergeben, dass sie so eine gute Möglichkeit gefunden haben. Eines der klassischsten PC-Spiele, wo manche da sagen würden, außer Maus und Tastatur lasse ich nichts in mein Haus, dass es trotzdem dann auch jetzt auf Konsole so gut funktioniert. Ist es, wenn du es unterwegs spielst auf der Switch, ich habe diese Version noch nicht gesehen, ich könnte mir vorstellen, wir sehen ja jetzt die PC-Version, du hast eine hohe Auflösung einigermaßen eingestellt, braucht man ja auch bei Diablo, denke ich, meist, weil du kleinere Figuren hast, du willst viel vom Level sehen, du hast sehr viele Einblendungen, die da sind. Kannst du alles vernünftig erkennen auf dem kleinen Switch-Screen? Ja, also die Grafik ist natürlich nicht ganz so von der Auflösung her wie am PC. Und ich muss sagen, als die Resurrected-Version angekündigt wurde von Blizzard, ich war sofort begeistert, weil wie gesagt, Diablo 2 war eins meiner ewigen Lieblingsspiele und es war sofort klar, endlich unterwegs spielen, perfekt. Und habe es halt blind vorbestellt und als es dann kam auf der Switch, habe ich es halt gestartet und war erstmal sehr ernüchtert, weil ich die Grafik echt scheiße fand und dachte, Moment, du spielst noch in der Originalgrafik, stell mal auf die neue Grafik um. Und habe dann festgestellt, das war schon die neue Grafik. Und das war erstmal so ein bisschen upturned, weil mit aktuellen Spielen kann der Look halt nicht mithalten. Aber im Endeffekt macht es einfach nichts, weil das Spielprinzip ist einfach nach wie vor mega. Es macht tierisch viel Spaß und die Grafik spielt im Endeffekt jetzt nicht wirklich so die Rolle. Am PC habe ich es jetzt so gemacht, dass ich halt, du kannst intern so ein Oversampling oder wie man auch immer das nennt, einstellen. Das heißt, intern rechnet die Grafikkarte erstmal mit einer höheren Auflösung und die Ausgabe ist dann halt auf der normalen Spielauflösung. Dadurch sieht es auch ein bisschen besser aus. Also die PC-Version sieht jetzt etwas schicker aus als die Switch-Version. Aber im Endeffekt ist mir das echt egal, weil wenn das Spiel Spaß macht, ist die Grafik nebensächlich. Natürlich ist eine schöne Grafik immer willkommen, aber die beste Grafik der Welt gleicht ein schlechtes Spiel nicht aus. Und von daher, solange das Spiel mega ist, ist die Grafik wirklich nebensächlich. Ja, da würde ich dir beipflichten, so denke ich dann auch meist. Ich habe die Switch auch immer relativ häufig dabei, wenn ich dann auf Reisen bin, einfach, falls mal die Gelegenheit da ist und man mal Lust hat, wobei bei mir ist dann eher sowas wie Tetris, wo ich dann mal einfach schnell mal ein paar Runden reinballer und mich kurz mal für 10 Minuten beschäftigen kann. Interessanterweise, hast du dich mit dem Steam Deck mal beschäftigt oder dir vielleicht schon mal eins geholt? Weil wenn du eine Switch hast und dann viele PC-Games zockst, ist das natürlich vielleicht auch mal was Sinnvolles. Ich habe das Steam Deck, als es angekündigt wurde, vorbestellt.
Und zwar auch in der großen Version, also mit dem, größtmöglichen Speicher. Und habe dann, bevor ich meine Kaufeinladung bekommen habe, waren wir jetzt im Sommer irgendwo auf Tour unterwegs und sind irgendwo hingeflogen. Ich weiß nicht mehr wohin. Und im Sitz vor mir saß ein Typ, der ein Steam Deck hatte. Und da habe ich das dann das erste Mal in Natur gesehen sozusagen und war schockiert, wie groß und fett das Ding wirklich ist. Und habe dann wirklich überlegt, brauche ich jetzt wirklich noch ein Steam Deck, was ich neben der Switch mitnehme? Oder ist das eigentlich Blödsinn? Und habe mich dann, als der Invite zum Kauf kam, dagegen entschieden. Weil es ist einfach so viel größer, klobiger, schwerer als eine Switch. Und natürlich ist die Vorstellung schön, all meine PC-Spiele unterwegs spielen zu können. Aber wie gesagt, im Endeffekt reicht mir unterwegs die Switch momentan. Mhm. Ob das so bleibt oder ob ich mich, wenn ich irgendwann mal, wenn Steam Deck 2 kommt, was dann vielleicht noch leistungsfähiger ist oder was weiß ich, höhere Auflösung oder leisere Lüfter, weil das wurde ja teilweise kritisiert, kann es durchaus sein, dass ich dann einsteige, aber erstmal reicht mir die Switch. Ich muss sagen, ich habe jahrelang Gaming-Laptops gehabt. Mhm. Also André und ich haben uns, Sekunde, ich muss mal trinken. Wir haben uns, glaube ich, vor der 2010er Tour die dicksten Alienware-Schlafschiffe gekauft, die man kaufen konnte. Und das hat zum Spielen auch enorm Spaß gemacht. Der Haken war, die Dinger sind unfassbar schwer, weil Vollmetallgehäuse für bessere Kühlung und alles drum und dran. Du hebst dir also einen Bruch. Und ich glaube, mein Laptop allein ohne Netzteil, ohne Maus, ohne irgendwas war 6,5 Kilo. Oh. Wenn du nur 8 Kilo Handgepäck überhaupt mitnehmen darfst, wird es halt irgendwann eng. Dementsprechend sind wir dann vor der 2015er Tour, sind wir dann auf irgendwelche Asus-Schlachtschiffe umgestiegen, die zwar leichter waren, aber immer noch schwer und klobig. Und irgendwann habe ich halt gedacht, ich habe keinen Bock mehr, so viel Zeugs mitzuschleppen, speziell da die Switch halt so klein, leicht und handlich ist. Und mit dem Dock halt in wie gesagt, im Hotel kannst du bequem am großen Fernseher spielen. Du kannst aber halt unterwegs problemlos im Handbetrieb spielen. Und ich habe dann wirklich meine Laptops aussortiert. Also mein letztes Asus-Laptop hat meine Mutter jetzt. Das heißt, sie hat jetzt ein Gaming-Schlachtschiff, um ihre Mails abzurufen. Aber hey, es funktioniert. Und ich glaube, das Alienware-Ding habe ich damals verkauft, als ich dann halt das Asus-Laptop gekauft habe. Und momentan habe ich halt nicht mal mehr Bock auf ein Laptop, weil die Switch einfach so bequem ist. Ja, ey, absolut, absolut. Ich hatte auch die Vorbestellung gemacht und tatsächlich hier das alte Schlachtschiff, das große Steam Deck, mir dann auch nochmal geholt. Also ich will dich natürlich jetzt hier nicht vom Spielen ablenken. Ich bin persönlich dafür auch, ich versuche auch möglichst leicht zu reisen, weil wenn ich dann, ich bin natürlich meistens in Sachen der Spieleberichterstattung unterwegs, ich brauche jetzt nicht so viel Equipment, aber ich muss jetzt nicht noch so ein Mörderding noch irgendwo in die Tasche dann mit reinstecken. Ich persönlich, es liegt echt gut in der Hand, aber es ist riesig und die Lüfter, ich bin da sehr empfindlich leider, was so Lüftergeräusche angeht, die kicken auch irgendwann mal rein. Und ich muss jetzt nicht unbedingt, was weiß ich, Dark Souls oder andere Sachen, wo ich dann im besten Fall die Grafik schön hochdrehen möchte, unbedingt am Steam Deck spielen. Ich erwische mich immer mehr, wie ich dann Switch-Sachen mitnehme und ich spiele ja auch Nintendo-Sachen dann persönlich auch relativ gerne. Da würde ich sagen, auf dem Steam Deck kann ich jetzt nicht Standard mein Super Mario Galaxy oder was auch immer da noch dann ansteht, da mitnehmen. Und ich tendiere auch so ein kleines bisschen mehr zu der Switch. Das ist aber sowieso heutzutage, dass man Optionen hat, ist immerhin ganz nett. Ja, ich würde auch nicht sagen, so ein Gaming-Laptop hatte seine Relevanz für eine Zeit lang, auch was du dann ausgeführt hast, groß, klobig, schwer, schön Metall, auch die Designs finde ich teilweise so ein bisschen komisch, das ist zwar nur sekundär, aber wenn du dann irgendwelche komischen Zacken und glühende Alien-Köpfe dann drauf hast und es ausschaut, dass du gerade eine Rave-Party in deinem Zimmer veranstaltest beim Spiel, inklusive Regenbogen-Tastatur und Mäusen, ja. Das versuche ich alles auszuschalten nach Möglichkeit. Also beleuchtete Tastatur finde ich zwar sehr geil, aber ich
Ich weiß, was du meinst und ich gebe dir da recht. Also gerade die Gaming-Laptops sind teilweise schon sehr, nennen wir es optisch, aufgeblasen. Und sie sind logischerweise teuer und bei der Entwicklung am PC-Spielemarkt kannst du logischerweise auch nicht ewig damit spielen, weil irgendwann die Spiele wieder 10 Schritte und dein Laptop nicht stark noch. Ist halt so eine ewige Preisspirale. Und wie gesagt, die Switch, es gibt so viele Spiele darauf. Es gibt ja auch genug PC-Spiele-Umsetzungen, die auf der Switch laufen, von Witcher 3 bis was weiß ich nicht was. Die sind jetzt grafisch natürlich nicht mit einem Schlachtschiff-PC vergleichbar, aber es, also wie gesagt, das Spiel an sich macht dadurch nicht weniger Spaß. Also sehe ich zumindest so. Also mich interessiert die beste Grafik der Welt halt nicht, wie schon gesagt, wenn das Spiel langweilig ist. Von daher, die Switch reicht für mich einfach unterwegs. Mag sein, dass ich das irgendwann wieder anders sehe und dann doch wieder fette Grafik haben möchte, dann würde ich mir halt wieder irgendeinen Gaming-Laptop kaufen. Aber wie gesagt, bis dahin, die Switch ist absolut perfekt für mich. Du hast ein bisschen zu Diablo 2 Resurrected schon deinem Eindruck gesagt, dass du es dann ausprobiert hast. Grundsätzlich, wie gefällt dir das Update? Weil die haben ja natürlich an der Grafik geschraubt, die Aspect Ratio, jetzt richtiges 16:9 und alles drum und dran. Ist es für dich jetzt so eine definitive Version des Spiels, würdest du die Fassung nur spielen oder zieht es sich doch ein bisschen mehr zum nostalgischen Original zurück? Nee, also ich spiele nur die Fassung. Ich habe das Original nach wie vor im Schrank. Aber wenn ich es spielen will, spiele ich wirklich nur die Resurrected-Fassung, weil es sieht einfach besser aus. Sie haben ja verschiedene Quality-of-Life-Verbesserungen gemacht. Wobei, da hätte ich eigentlich auch ein paar Sachen erwartet, die sie noch hätten verbessern können. Zum Beispiel, dass sich Runen stacken lassen oder Edelsteine stacken lassen, was alles nicht der Fall ist. Das heißt, dein Inventar ist nach wie vor ständig zugemüllt. Und du musst irgendwelche Twink-Charaktere erstellen, einfach nur um Items drauf zu lagern. Da hätten sie mit Sicherheit noch was verbessern können. Aber an sich ist das schon für mich die definitive Version, die man zurzeit spielen kann. Also ich weiß nicht natürlich, ob wie dein weiterer Spielegeschmack ausschaut, da können wir gerne in Ruhe nochmal drüber quatschen. Gerade was so Blizzard angeht, die sind ja schon auf die Nase gefallen mit diesem Warcraft 3 Reforged, was vor längerem rausgekommen ist. Und da die alte Version ausgehebelt, die neue war nicht so besonders toll. Da hatte ich das Gefühl, dass bei Resurrected, der Tenor, der in meinem Umfeld war, dass sie es auf jeden Fall um einiges besser gemacht haben. Ja, definitiv viel besser. Also Warcraft 3 ist auch ein Spiel, was ich geliebt habe. Ich habe die Neuauflage blind vorbestellt, habe dann das Fiasko zum Release mitbekommen und habe kurzzeitig überlegt, ob ich es zurückgebe, habe mich dann dagegen entschieden. Aber ich habe es tatsächlich bis zum heutigen Tag nicht mal gestartet. Oh. Also es wird zwar ständig gepatcht und es soll auch schon viel besser sein als zum Release. Und irgendwann werde ich es auch starten, aber Blizzard hat einige Starttermine versendet. Also auch Diablo 3 fand ich zum Start katastrophal. Mit dem Auktionshaus, das hat überhaupt nicht funktioniert. Du hast im Prinzip nichts, im Spiel ist nichts gedroppt, was du auch nur ansatzweise gebrauchen konntest. Alle Items, die gedroppt sind, waren irgendwie 20 Klassen unter der Stufe, die du hattest. Und du warst gezwungen, im AH irgendwie Items zu kaufen, wenn du halbwegs vernünftig equipped sein wolltest. Das heißt, ich habe Diablo 3 zum Release einmal durchgespielt im Story-Modus und das war's. Und habe dann wirklich erst wieder angefangen, es ernsthaft zu spielen, als über Patches wirklich die Situation verbessert wurde. Und ich muss sagen, heute ist es ein gutes Spiel. Mhm. Es macht Spaß. Aber Diablo 2 fand ich immer geiler. Von daher, als da die Resurrected-Version kam, war ich dann schnell wieder bei Diablo 2 und habe jetzt seitdem auch Diablo 3 nicht mehr gespielt. Ich habe Diablo 4 vorbestellt, bin gespannt. Die Trailer sehen großartig aus. Ich hoffe, das Spiel wird großartig. Und ja. Alles Weitere wird man sehen, wenn es rauskommt. Ja, nee, das denke ich auch einfach. Diablo 4 ist so ein unbekanntes Ding noch, außer den Trailern und den Teasern, die man gesehen hat. Wie immer, Blizzard machen immer diese tollen Cinematic-Trailer. Da gab es ja vor ein paar Monaten das schöne, wie ich sie, Lilith meine ich, oder so, die dann da schön in der besten Render-Optik auftaucht. Das ist immer sehr, sehr beeindruckend. Ich hoffe, dass sie gelernt haben aus den vergangenen Jahrzehnten, muss man mittlerweile sagen. So, ja. Die typische Publisher-Gear, die nochmal dazu kommt.
wie können wir noch mal ein bisschen mehr Geld da rausziehen, ja, und was können wir uns noch gerade erlauben, dass die Leute unser Spiel trotzdem noch kaufen und nicht zu sehr sich online beschweren. Es wäre schön, wenn die Spiele, die werden ja irgendwann mal gut, aber wenn sie vielleicht schon früher gut werden und nicht erst nachdem Leute sich jahrelang beschwert haben. Ja, absolut. Also ich sehe natürlich, jeder Publisher, Studio möchte Geld verdienen, alles legitim. Aber was halt nicht passieren darf, ist, wie hieß das, das Handy Diablo, Diablo Immortal. Oh ja, das, oh ja. Große Katastrophe. Also ich habe es aus Neugier installiert am Tag, als es rauskam, habe es, ich glaube, 3 Stunden gespielt und danach wieder gelöscht. Weil, nee, also da sind sie dann übers Ziel hinausgeschossen, um es mal freundlich zu formulieren. Das geht gar nicht. Mhm. Und das ist natürlich die große Gefahr, dass Diablo 4 ähnlich strukturiert ist und einem das Geld aus der Tasche ziehen soll. Ich hoffe, dass sie die Fehler nicht machen. Sie beteuern ja, es wird kein Pay-to-Win und man wird sehen. Also ich lasse mich überraschen. Ich bin optimistisch, aber wie gesagt, die Gefahr besteht, weil ja, sie versuchen ja auch bei Hearthstone immer mehr an der Verkaufsschraube zu drehen. Also lockst dich ins Spiel ein und wirst totgeschmissen mit, oh, guck mal im Shop und neues Heldenskin und neue Kartenset und neue dies, neue das. Und es kostet nur Summe X. Wie gesagt, ich verstehe, dass sie Geld verdienen möchten. Und ich habe auch überhaupt kein Problem damit, Geld für ein gutes Spiel auszugeben. Ganz im Gegenteil. Aber ich fand die gute alte Zeit besser, wo du halt, was weiß ich, ein Fuffi oder 60 Euro oder wie viel auch immer für ein Vollpreisspiel ausgegeben hast und hattest danach das komplette Spiel und konntest spielen und gut. Und DLCs und hier Grafikränzchen und alles dahinter für extra Geld anzubieten, ist nicht optimal für meinen Geschmack, sagen wir es mal so. Also, Ich fände es schöner, halt das klassische System, einmal bezahlen, dann hast du das Spiel. Aber naja, das ist halt, Microtransactions sind halt das große Ding und die Publisher haben halt festgestellt, da kann man viel Geld mit verdienen. Von daher, die werden wir auf absehbare Zeit wahrscheinlich werden. Nee, leider nicht. Ja, so wie sich der Markt verändert hat und auch die Publisher ihre Möglichkeiten, alles zu monetarisieren, nochmal weiter verteilen und dass man vielleicht auch im besten Fall nicht so richtig merkt, ach, ich kaufe mal hier einen Skin, ich gebe da mal was aus. Oh, jetzt habe ich auf einmal für dieses Spiel 150 Euro insgesamt ausgegeben und meine Figur hat schöne neue rote Schuhe. Oder, so. Oder wie war das damals bei Oblivion, da konnte man Rüstung für sein Pferd kaufen. Ich mag zum Beispiel Guild Wars 2 sehr gerne. Also ich habe jahrelang, ich glaube 13 Jahre lang WoW gespielt und irgendwann habe ich tatsächlich aufgehört, weil mich das Endgame dann irgendwann gelangweilt hat, weil es halt immer gleich war und die Levelphase fand ich immer großartig, aber wenn du levelst halt maximal 2 Tage, dann bist du wieder auf Max Level und bist im Endgame und das war dann halt irgendwann immer das Gleiche. Da habe ich dann aufgehört und bin auf Guild Wars 2 umgestiegen, was mir wirklich enorm viel Spaß macht. Und da ist es ja so, du kannst zwar auch allen möglichen Scheiß kaufen, aber wirklich nur optische Sachen und also was weiß ich, Klamotten für deinen Char oder Reittier-Gins oder was auch immer. Das ist logischerweise auch eine Art, sein Spiel zu finanzieren, aber immerhin hast du keine spielerischen Vorteile. Also dann kann ich zumindest damit leben, weil alles, sobald Pay-to-Win im Spiel ist, bin ich raus. Also gerade auf dem Handy gibt es ja zig Spiele, Handy oder Tablet, die reines Pay-to-Win sind und das lehne ich halt prinzipiell ab, weil das ist Spielerverarsche. Das muss nicht sein. Absolut, ja. Da wird man quasi ein bisschen dazu genötigt. Ach, du könntest mal, willst du dir vielleicht Zeit sparen? Ja, ich will eigentlich eine gute Zeit verbringen mit diesem Spiel und ich will jetzt nicht dafür bezahlen, dass ich euer Spiel weniger spielen kann. Dann macht euer Spiel nicht Spaß, wenn ich dafür bezahle, weniger zu spielen. Und ja, Guild Wars 2 habe ich auch eine Zeit lang gespielt. Nicht so viel wie viele andere. Ich bin auch nicht so im MMO-Bereich unterwegs, sondern mehr Singleplayer. Ich meine, so bestimmt 30, 40, 50 Stunden oder so. Ist also relativ wenig für ein MMO-Fans. Aber auch ziemlich cool, dafür einmal kaufen. Es war
hatte ja nicht mal einen Online-Pass, meine ich. Das war ja bei Guild Wars so. Und herumlaufen, so zu der Zeit, wo es rausgekommen ist, sah es auch sehr gut aus, hat Spaß gemacht. Ich bin tatsächlich hier, weil ich dann auch Spiele aus der japanischen Ecke spiele, Final Fantasy 14, glaube ich, habe ich 600 Stunden. Das ist das Maximum. Das ist ordentlich. Über viele, viele Jahre verteilt, weil da auch sehr viel Singleplayer-Story gefühlt mit dabei ist. Dahin gehe. Du hast ein bisschen erzählt über verschiedene Spiele, die du jetzt auch gespielt hast, MMOs, Strategiespiele und so. Hast auch relativ früh angefangen, hast du angemerkt. So, was sind so deine favorisierten Sachen, die du gerne spielst? Ist es schon mehr im Computerbereich gewesen oder hat sich das dann irgendwie verteilt? Ich meine, Spielhallen in Deutschland gab es zum Beispiel in der klassischen Form nur für Erwachsene und ich wäre auch gerne mal reingegangen und Street Fighter und alles gespielt. Nein, ich musste im Kaufhaus das spielen damals noch. Also Automaten, also ich muss sagen, ich hatte eine Affinität für alles. Es ging los, mein Vater hat damals den Atari VC Dingenskirchen nach Hause gebracht, wirklich klassisch Pong und die ganzen Dinger angefangen, Pitfall und Frogger und ich weiß nicht was alles. Dann stand bei uns bei einem Kiosk die Ecke rum, stand der Donkey Kong Automat. Oh. Da ist einiges Taschengeld reingeflossen. Ja, bei mir im griechischen Restaurant von einer verwandten Familie. Da konnte ich den Donkey Kong Automaten tatsächlich spielen in Deutschland. Das war geil. Ja, also großartig. Und ich hatte dann ein Amiga, mit dem ich sehr, sehr viel Spaß hatte. Also die ganzen Klassiker Monkey Island und die ganzen Adventure, die LucasArts damals rausgebracht hat, die waren alle unfassbar geil. Also sehr, sehr alle gut. Monkey Island Spiele, The Dig, Full Throttle und wie sie nicht alle hießen, Sam & Max, waren großartig. Dann, wie gesagt, am Amiga alles gespielt, was es gab. Und als dann Doom kam, war sehr schnell klar, oh, ich brauche einen PC. Hab dann wirklich für Doom 1 meinen ersten PC gekauft. Für damals abartig viel Geld, aber ich wollte halt Doom spielen. Und habe es geliebt. Und hatte aber zeitgleich auch wirklich alle Konsolen, die es damals gab, also Game Boy und PlayStation 1 und Mega Drive und Game Gear und was weiß ich nicht was, wie sie alle hießen. Die habe ich wirklich alle gesammelt, bis bei mir zu Hause mal tatsächlich eingebrochen wurde und die Diebe alle Konsolen und alle Konsolenspiele mitgenommen haben. Mein Albtraum. Das war ein ziemlicher Downer und danach habe ich mich aus den Konsolen mehr oder weniger verabschiedet, weil ich hatte keinen Bock, alle wieder neu zu kaufen. Das war echt frustrierend und habe dann wirklich nur noch die Handheld-Konsolen gespielt. So ziemlich jeden Gameboy, den es irgendwann gab, hatte Game Gear, PSP, PS Vita und jetzt. Aber so die klassischen Konsolen, egal ob Xbox oder PlayStation, habe ich danach nie wieder. War dann halt Handheld oder PC-Spiel. Mhm. Aber habe wirklich genretechnisch alles gespielt. Also Shooter, Echtzeitstrategie, Rundenstrategie, MMOs, Dungeon Crawler, scheißegal. Also alles, was irgendwie Spaß macht, war ich dabei. Und ja, das variiert dann auch immer so. Es gibt Phasen, dann spiele ich dann, was weiß ich, jetzt zum Beispiel halt Diablo. Dann habe ich dann wieder Bock auf einen Shooter und danach habe ich dann wieder Bock auch immer. Und die Phasen wechseln dann halt gerne mal. Aber eigentlich spiele ich alles quer durch die Bank. Mhm. Ja, wenn man mit den Jahrzehnten damit groß geworden ist quasi, glaube ich, kriegt man das auch wirklich nicht mehr raus, dass man hat mal das gespielt, mal das probiert. Die Geschmäcker verändern sich natürlich hier und da mal und man bleibt dann in bestimmten Genres hängen. Mittlerweile auch, ob es jetzt Steam oder auf der Switch, wenn man mal wieder so ein bisschen Nostalgie hat, es gibt ja sehr viele Neuauflagen und so eine Collection, wo du vielleicht nochmal die alten Mega Drive Klassiker dir angucken kannst, wenn das Interesse denn da ist. Also muss man nicht unbedingt nochmal einen Mega Drive haben. Ja, so, wo du gerade erwähnt hast, dass mit dem Einbruch, einen Einbruch hatte ich noch nicht, wo meine Sachen dann weggekommen sind. Ich habe auch sehr viel reduziert bei mir persönlich in der Sammlung, weil es sammelt sich so oder so einiges immer an. Ich hatte, glaube ich, irgendwann mal
wahrscheinlich über 2000 Spiele oder sowas, weil ja, so, das summiert sich. Ja, als es angefangen hat, dann ja, man verdient nicht nur erstmal selber Geld, kann man sich Sachen kaufen, man muss nicht auf Geschenke oder Sparen angewiesen sein, sondern auch der Gebrauchtmarkt, so Flohmärkte, wo du unterwegs sein kannst. Bei mir in Hamburg gab es so eine Spielebörse, die einmal im Monat war, wo man gebrauchte Spiele tatsächlich kaufen kann. War auch immer fast schon Weihnachten ein bisschen so, oh, dieses Importspiel, was ich sonst nirgendwo finde, gibt man das her für 60 Mark. Und natürlich eBay und andere Sachen, wie sie angefangen haben. Das hat irgendwann mal dazu geführt, nach einem Umzug war ich eigentlich nur gefühlt am Kisten schleppen und alles wieder dann auspacken und sage, ah, brauchst du unbedingt 4 Versionen von Metal Gear Solid? Eigentlich schon, aber eigentlich auch nicht. Aber eigentlich auch schon. Im Zweifelsfall ja. Und ich habe da bei mir sehr runtergedampft. Also das, was man im Hintergrund, will ich auch nicht zu sehr vom Spielen ablenken, so ein bisschen sieht. Also neben der Gitarre unten sind tatsächlich meine Monkey Islands alle aufgereiht. 1 bis 4 plus alles, was ich noch von LucasArts habe, auch sehr favorisiert von mir. Nochmal die Geschichten Amiga, C64, alles gespielt. Der größte Verlust, den ich tatsächlich so dann mal hatte, war, ich hatte meinem Bruder meinen Sega Saturn für den Griechenlandurlaub mitgegeben. Also meine Familie stammt aus Griechenland. Ich bin in Deutschland geboren und in Hamburg aufgewachsen. Allerdings, jedes Jahr fährt man dann für ein paar Wochen dann runter. In dem Jahr ist nur mein Bruder runtergefahren. Ich habe in meinem Sega Saturn, bin der schönen Collection hier in der CD-Tasche, nimm das mal mit, die ganzen guten Sachen, die Resident Evils und was auch immer da war. Und er hat es auf der Rückfahrt im Taxi liegen lassen, alles komplett. Nein. Oh, das ist natürlich, ja, sowas darf nicht passieren. Sowas darf nicht passieren. Und dann, da ich ihm natürlich alles in der CD-Tasche mitgegeben habe, wir haben dann auch einen Nachforschungsantrag angestellt, zu der damaligen Zeit auch nee, keine Quittung mitgenommen, wir wussten nicht, welches Taxi das war, also konnte uns keiner weiterhelfen. Hatte ich bei mir im Regal noch die leeren Packungen von den ganzen Spielen stehen, die mich dann verhöhnt haben beim Anschauen. Ha, uns gibt's nicht mehr, nur die Verpackung und die Anleitung ist noch da. Das ist bitter, ja. Das ist tatsächlich ziemlich bitter. Wobei, ich muss sagen, ich bin irgendwann auch... Also ich habe nach wie vor hier ein Regal stehen, wo auch physische Spiele noch stehen. Wie gesagt, unter anderem die ganzen alten LucasArts Adventure und Diablo. Aber ich bin irgendwann wirklich auf digitale Spiele komplett umgestiegen, dank Steam und dem Steam Sale, der ja auch immer dazu führt, dass seine Spielesammlung massiv anwächst. auch auf der Switch, also... ist ja jedes Wochenende ein Sale. Das heißt, wenn irgendwelche Spiele rauskommen, die mich interessieren, die kommen sofort auf die Wunschliste und dann warte ich, bis halt im Sale sind, weil es ist nicht so, dass Spielemangel bei mir herrscht. Im Gegenteil, also ich habe auf der Switch jetzt 400 schieß mich tot Spiele. Was ich in meiner Steam-Bibliothek habe, möchte ich nicht mal wissen. Dann wird es irgendwann erschreckend. Von daher, zumindest bei einem Umzug ist man mit digitalen Spielen ja relativ gut dabei. Mhm. Wobei ich verstehe natürlich die den Hang des Sammlers, auch irgendeine physikalische Version zu wollen, speziell wenn es irgendeine Special Edition ist. Oder da gibt es natürlich geile Sachen, aber im Endeffekt beherrsche ich mich meistens und bleibe bei den leicht zu transportierenden Digitalversionen. Ja, da habe ich mich auch stark gewandelt in der Zeit. Also ich habe das, was ich behalten habe, ich habe jetzt bei mir hier wahrscheinlich eher so 200 Spiele, was immer noch relativ viel ist, verglichen mit vielen anderen Leuten hier herumstehen, aber so mit dem Spiel verbinde ich nostalgisch irgendwas oder das ist die Version, die ich mir damals zusammengespart habe und gekauft habe. Mein Final Fantasy VII gebe ich jetzt nicht mehr her. Und eher für den nostalgischen Wert. Aber wenn ich spielen will, ich habe vor langer Zeit auch alle meine Sachen ausgelesen, sodass ich das digital spielen kann. Steam, wie du erwähnt hast. Ich habe gerade kurz nachgeguckt, als du es gesagt hast, meine Steam-Liste hat 1519 Spiele drin. Also kleiner wird meine auch nicht sein. Kleiner wird sie nicht sein. Und ich habe zum Glück auch nicht den Anspruch, manche Leute reden ja von dem sogenannten Backlog. Das bedeutet, oh, jedes Spiel, das ich gekauft habe, muss ich auch durchspielen. Ich sehe es ein bisschen mehr wie eine Bibliothek. Also, ja, wenn, ist bei mir auch so. Ja, also von wegen, ich muss jetzt nicht, wenn ich mir für 5 € im Steam Sale was geholt habe, jetzt damit 80 Stunden verbringen und alle Achievements und Steam Awards bekommen, sondern es ist da für die Zeit, wenn ich mal potenziell Lust habe. Sehe ich ganz genauso. Also es ist oft so, dann war auf Steam, was weiß ich, irgendein altes Lieblingsspiel von mir im Sale, was man halt früher, was auf einem heutigen PC gar nicht läuft, weil der PC über Steam funktioniert es dann aber wieder. Das nehme ich dann mit, hab's dann in der Sammlung und es geht mir genauso. Wenn ich mal Bock habe, starte ich es dann halt
und habe dann auch Spaß damit, aber ich habe nicht den Anspruch, dass ich jetzt, also nehmen wir mal in, ich hätte auch 1500 Spiele, die muss ich jetzt nicht heute durchgespielt haben. Also die Zeit habe ich gar nicht, leider. Wäre schön, wenn man die Zeit hätte. Aber ich sehe das auch so, das ist eine Bibliothek mit Klassikern und Lieblingsspielen und immer, wenn man Bock drauf hat, hat man sie halt. Und kann dann eine schöne Zeit damit verbringen. Man muss nicht jedes Achievement und jedes Spiel durchgespielt haben. Ja, und man hat was in der Hinterhand, weil es wird ja zum Glück noch ein bisschen dauern. So bei uns, ich bin Jahrgang 78, also es war jetzt auch schon nicht der allerjüngste, aber wenn ich mir sage, vielleicht wenn ich dann in meiner Rente der Streaming-Opa dann werde und sage, oh, ich schmeiß an, lass uns mal gucken, was für alte Spiele noch vorm Krieg der Opa damals. Euch da, damals noch euch zeigen kann, wo man noch mit den Händen gespielt hat. Die Spiele aus dem letzten Jahrtausend, ja, kenne ich. Also ich bin Jahrgang 68, von daher habe ich noch 10 Jahre vor oder mehr auf dem Buckel als du. Aber ja, das ist, wie gesagt, da spielt sehr viel Nostalgie eine Rolle. Aber das ist geil. Und da passieren dann auch so Sachen. Ich weiß, wir hatten irgendwann irgendwo auf Tour stand in einem Backstage-Raum. Nintendo hat dann mal diese Mini-Version vom Super Nintendo rausgebracht. Und das stand halt in irgendeinem Backstage-Raum und Frederik und ich haben das entdeckt und haben dann den ganzen Tag Donkey Kong gespielt. Also Donkey Kong Country. Und das war nostalgisch so geil und hat so viel Spaß gemacht. Und Frederik kannte wirklich alle Level noch auswendig und meinte, ja, hier versteckte Dinge und hier ist die Abkürzung. Und ich war schwer beeindruckt. Aber das macht dann einfach Spaß. Also ich habe das Spiel damals, als es im Original rauskam, auch ewig gespielt und auch zigmal durchgespielt. Aber ich wusste halt nicht mehr alles auswendig. Aber es macht einfach Spaß. Also ein gutes Spiel ist ein gutes Spiel und das kann man immer wieder spielen. Und das dann für kleines Geld auf irgendeiner Konsole in irgendeinem Sale wieder mitzunehmen, auch wenn man es schon zigmal durchgespielt hat. Jederzeit. Also ja. Das ist es einfach wert. Genau, die Möglichkeiten offen halten, dass man auf allen möglichen Systemen einfach vom Interesse her sich das anschauen kann. Wenn man jetzt Filmfan ist, hat man ja dann vorher DVDs und Blu-Rays. War ja auch lange Zeit nicht so, dass man einfach mal einen Film kaufen kann, sondern warten musste, bis der im Fernsehen vielleicht läuft und den Videorekorder programmieren, wenn man nicht daheim ist. Und heutzutage hast du ein Streaming-Abo und könntest mit dem Klick dir jeden Film in der Theorie angucken oder ausleihen für ein paar Euro. Und da wissen die Kids von heute gar nicht, wie das damals war. Ich wollte gerade sagen, wissen die Kids überhaupt, wovon wir gerade reden? Das ist, also ich war schon ganz beeindruckt. Meine Frau und ich waren jetzt letztes Wochenende in Berlin Freunde und da gab es tatsächlich noch ein ganz kleines Kino mit einer zugehörenden Videothek, wo du tatsächlich noch Video, also DVDs und auch Blu-Rays ausleihen konntest. Das gibt's hier gar nicht mehr. Also alle Videotheken, die es irgendwann mal gab, haben schon lange dicht. Und da wurde das echt noch gepflegt. Und da waren, was weiß ich, die üblichen Blockbuster-Sachen hatten sie zwar da, aber halt auch ganz obskures Zeugs. Fand ich echt beeindruckend. Ja, hast schon, wie lang war ich schon in keiner Videothek? Also ich glaube, hier in Hamburg müsste es vielleicht noch ein oder zwei geben, aber nicht in den Gegenden, wo ich unterwegs bin. Dafür, dass ich jedes Wochenende quasi dann davor stand und schauen kann, wie kann ich für einen Tag Ausleihgebühr für 2 Tage das mitnehmen, weil Sonntag ist ja zu. Das heißt, also ich gucke dann immer, was ich am Wochenende entweder für Filme schauen kann oder bei uns in der Videothek hatten wir natürlich auch Spiele. Also es gab dann diverse Sachen, wo dann, wenn du Glück hattest, das coole neue Spiel früh morgens am Samstag noch da war. Dann hatte ich Samstag, Sonntag bis Montagabend in der Theorie Zeit, je nachdem, was man im Montag machen muss. Und da gab es so manche Super Nintendo-Spiele zumindest damals. Ich glaube so Secret of Evermore und sowas. Naja. Kann ich das noch durchkloppen bis zum Montagabend, wo die Videothek dicht macht? Und manchmal hat das geklappt, so knapp kurz vorher, dass ich die Videothek dann laufe. So, muss ich nicht die 3 Mark extra bezahlen. Wucherpreise. Wucher. 3 Mark für ein ganzes Spiel, das geht nun wirklich nicht. Nee, also auf keinen Fall. Viel zu teuer. Viel zu
viel zu teuer. Wie war es bei Monkey Island? Man sollte nicht mehr als 25 D-Mark für ein Spiel bezahlen. Oder irgendwie so war das am Ende. Ja, ja. Irgendwie das. Du hast zwischendurch immer mal erwähnt, natürlich auch bei dir die Bandkollegen. Ihr spielt ab und zu auch mal oder auch die Bandkollegen bei dir spielen. Ich habe für mich immer verortet, ich kann mich noch vor längerer Zeit dran erinnern. Ich war ja dann auch Redakteur damals bei MTV Game One, der Videospielsendung im Fernsehen für die Jüngeren da draußen. Das war so ein Programm, was dann über den Schirm gegangen ist, wo ihr heutzutage YouTube schaut und eure Clips und Spiele spielt. Mhm. Und ich weiß, dass wir damals immer wieder mal ein bisschen was mit euch als Blind Guardian dann gemacht haben, so Gamescom-Interviews. Ihr wart ja auch bei Sacred 2 mit dabei, habt ihr ja auch quasi als Ingame-Band euch auftreten lassen. Also der Enthusiasmus für Spiele ist nicht nur bei dir in der Band, sondern durchweg. Ja. Der ist, also Hansi muss ich ausklammern, hat das Spielefieber nie so gepackt, aber André, Frederik und ganz klar. Also André hat im Prinzip genau die gleiche Spielekarriere hinter sich wie ich. Ist genauso auch mit dem Atari-Ding damals eingestiegen über Amiga und alle Konsolen. Wir haben damals nach einer Probe sind wir meistens zu ihm gefahren, haben dann die ganze Nacht noch was durchgezockt. Und André hat zum Beispiel auch eine extrem große Konsolensammlung. Der hat, glaube ich, fast alle Konsolen, die es gibt und die dazugehörigen Spiele. Also der hat da wirklich viel Leidenschaft reingesteckt. Frederik genauso, ist der die-hard Nintendo-Fan. Und auf Tour, ja, man zockt sich halt gern so durch die Tage, weil, wie gesagt, du auf Tour 2 Stunden am Tag was zu tun, wenn du auf der Bühne stehst, und ansonsten musst du Zeit totschlagen. Und da sind gemeinsame Spiele-Sessions sehr angenehm. Mhm. Also es ist natürlich, wenn ihr so einen großen Teil der Band habt, die spieleaffin ist, also jetzt wahrscheinlich nicht so, wenn dann ein großer Spiele-Release ansteht, auf den ihr euch alle freut, dass ihr euren nicht spieleaffinen Kollegen dann sagt, können wir noch mal kurz die Tour ein bisschen verschieben für 3 Tage für den Release? Es gab, ich kann mich erinnern, als Wrath of the Lich King im Original rauskam, waren wir gerade auf einer US-Tour. Und an dem Tag, an dem das Add-on kam, André und ich waren ein Problem. Um es so zu sagen, weil ich kann mich erinnern, dass unsere Rodis mit Intro läuft und wir standen halt mit unseren Laptops im Backstage und Moment, wir müssen noch eben den Quest abgeben und ich muss noch kurz dieses und jenes. Und ja. Und ich kann mich daran erinnern, dass Hansi sogar Ansagen gemacht hat und meinte, ja, der Lichi King ist heute gekommen und deshalb hat alles etwas länger gedauert. Ja, also ist passiert. Oder okay, passiert. Da würde ich mir vorstellen, aber dass eure Fangemeinde natürlich Bescheid weiß und Verständnis zeigt dann dafür. Ja, wir wurden nicht beschuldigt, es war alles okay. Ja, also grundsätzlich natürlich, du bist schon wirklich seit sehr vielen Jahren natürlich auch bei euch bei Blind Guardian da am Start, seit den 80ern. Wie ist das denn so heutzutage allgemein so als Band unterwegs zu sein? Wie ist es da so mit der Energie? Wie ist es mit der Kreativität? Ihr habt ja auch wieder zuletzt dann noch vor ein paar Monaten ein neues Album rausgebracht und wart auch im Metal Hammer, soweit ich dann sehen konnte, dann ja auch ganz vorne mit dabei. Wie ist das so nach so langer Zeit in der Band dann einfach aktiv dabei zu sein und auch durchweg eben mit der gleichen Band? Großartig. Also wir machen es ja nach wie vor aus genau dem gleichen Grund, aus dem wir damit damals angefangen haben. Wir lieben die Musik, die wir machen. Wir sind nach wie vor Freunde. Wir haben einfach Spaß an dem, was wir machen. Und das hat sich nie verändert. Wir möchten nach wie vor uns als Band weiterentwickeln, wachsen, neue Sachen ausprobieren, ohne dabei halt unsere Wurzeln zu verlieren. Wir versuchen halt immer, alles weiter zu verfeinern. Wir lieben es, auf Tour zu sein. Wir lieben es, live zu spielen. Also all diese Sachen sind nach wie vor exakt so, wie sie damals waren. Und es ist ein großer Spaß. Also anders kann man es nicht sagen. Und es ist... Ja, also es ist dieses Klischee, Hobby zum Beruf machen. Das ist mit Sicherheit das, was wir gemacht haben. Und also wir bereuen nichts. Wir haben, wie gesagt, ich weiß, viele Leute beneiden uns um unser Leben. Viele Leute unterschätzen, dass es trotz allem ein sehr anstrengender Beruf ist, weil, wie gesagt, es passieren Sachen,
Ich kann mich daran erinnern, wir waren auf einer Südamerika-Tour, sind also nach Brasilien geflogen. Das heißt, du hast einen ewig langen Interkontinent, du hast Zeitzonenumstellung und wer auch immer diese Tour damals geplant hat, passt auch Zeiten einzuplanen, in denen wir schlafen können. Bin angekommen, sind in die Halle, haben dann gegessen, haben Interviews gehabt, sind zu einem Plattenladen gefahren, hatten eine Autogrammstunde, sind von da aus zu einem Radio gefahren, hatten ein Interview, sind zurück zur Halle, ein Soundcheck, Abendessen, noch ein Interview, haben den gespielt, nach Gig dann noch ein Interview, dann in irgendein Radio Unplugged Set oder irgendwas und sind dann morgens um 2 wieder im Hotel gewesen, mussten um 3 Uhr checken, weil wir zum Flughafen mussten, statt zu fliegen. Oh. Und das hat sich über 3 Wochen exakt so hingezogen. Oh. Und wir hatten wirklich pro Tag 1, 2 Stunden Schlaf, wenn es hochkommt. Und du hast dann teilweise Flüge gehabt, wo du gesehen hast, okay, wir fliegen, ich sag jetzt mal 5 Stunden, weil Brasilien ist natürlich sehr groß. Und dachten dann, oh geil, dann können wir zumindest im Flug schlafen. Nein, waren noch 3 Zwischenlandungen dazwischen. Und die Stewardess kommt natürlich jedes Mal, können Sie bitte Ihren Sitz oben klappen? Und es war ein Albtraum. Und das sehen die Leute natürlich nicht. Sein. Aber trotz allem, wir lieben es. Also das gehört halt dazu und ist halt so, aber es macht Spaß. Ja, Und man lernt sich halt damit zu arrangieren. Beachtet so am Day Off, das Hotel ist heilig, während du früher grundsätzlich jeden Tag losgezogen bist, hast dir die Stadt angesehen und die Gegend erkundet. Gibt es heute halt auch Day-Offs, an denen du sagst, so, ich bin platt, ich bleibe im Bett und erhole mich und schlafe mich aus und tschüss. Ja, wie du gesagt hast, es ist natürlich ein absolutes Privileg, dass man natürlich, wenn man die Möglichkeit hat, mit seinem Hobby dann Geld zu verdienen oder die Leidenschaft zum Beruf macht, was ich auch in Sachen Videospiele für mich dann gemacht habe. Und ich merke, es heißt eben Leidenschaft. Das Wort Leiden ist zum Teil mit drin. Und da geht man, weil das auch eben ist, wofür man selber dann Leidenschaft hat, man investiert viel mehr dann nochmal da rein, weil man einfach sich selber nochmal, you care more. Then anyway, ja, also Absolut. ich sehe es dann auch genauso, wenn ich dann Beiträge über Videospiele mache oder irgendwo einen Podcast aufnehme und alles. Könnte es nicht noch besser sein, wenn ich mich die ganze Nacht hinsetze und da nochmal was reinschneide oder könnte ich mich da nochmal anders drauf vorbereiten? Natürlich. Ich habe zuletzt, also ich bin ja bei Rocket Beans TV, das ist ein Internetsender, dann aktuell quasi der Nachfolger von Game One, kann man sagen, was wir mittlerweile dann schon seit vielen Jahren da anstellen. Und ich bin dann auch primär jetzt vor der Kamera für Quizshows und Retro-Sendungen und andere Sachen unterwegs. Und ich habe ein Sonderformat namens Future Club, heißt das, wo ich dann so tue, als ob ich eine Live-Sendung aus dem Jahr 1992 habe. Oh, was ist das? Die brandneue Konsole Super Nintendo, schauen wir doch mal Geil. rein. Und da tobe ich mich so ein kleines bisschen aus. Ich habe so eine Formel 1 ARD-Musikshow-Parodie mal draus gemacht oder irgendwie so Computer Club WDR, Verkleidung und alles drum und dran. Ich habe jetzt gerade, wo wir das aufnehmen, ein paar Tage vorher, die nächste Folge wird gerade produziert und ich habe Raumschiff Enterprise gemacht. Das heißt also, ich bin für 4 Stunden im Greenscreen herumgehoppelt und alle möglichen Kostüme angezogen. Inklusive, irgendwo habe ich noch einen Bottich Clown-Schminke für Data, den ich mir dann reingehauen habe. Das bedeutet aber, ich habe das ganze Wochenende vorher die Sachen geschrieben und vorbereitet und alles drum und dran. Und das ist eben den Invest, in den man geht, weil das, was man macht, macht einem Spaß, aber es ist auch einem sehr wichtig. Und man investiert mehr, als wenn ich jetzt einen normalen Job hätte, wo ich sage, ich komme morgens hin, ich gehe abends zurück und dann ist es aus meinem Kopf raus, bis es soweit Ja. ist. Absolut, also du hast dieses Abschalten nicht. Ich bin auch rund um die Uhr in meinem Job. Also ich sitze hier halt in meinem Büro, Arbeitszimmer, im Hintergrund siehst du Gitarren hängen. Ich habe hier überall Gitarren stehen und sobald ich dieses Zimmer betrete, nehme ich eine Gitarre in. Da muss jetzt nicht zwangsläufig passieren, dass ich ernsthaft was aufnehme und komponiere oder was auch immer mache. Die Leidenschaft einfach so gegeben, dass wenn ich dieses Zimmer betrete und eine Gitarre mich anlacht, ich muss sie in die Hand nehmen und zumindest ein bisschen was spielen. Und das können einfach, weiß ich nicht, 30 Sekunden sein, wo ich kurz Spaß habe und dann halt das mache, was ich eigentlich machen wollte. Da können auch ruckzuck Stunden vergehen. Das ist halt die Leidenschaft. Und das ist aber auch das, was den Job halt
so geil macht, dass man es halt genießt. Weil, wie gesagt, der das ist ein Rat, den ich meinen Sohn mal gegeben hat, hatte und halt überlegt hatte, was er dann danach machen möchte. Mein Rat an ihn war, was auch immer du beruflich machen möchtest, such dir einen Job, der dir Spaß macht, weil der bestbezahlte Job der Welt ist scheiße, wenn er dir keinen Spaß macht. Und wenn du irgendwas machst, für das du halt eine Leidenschaft hast, ist ideal. Und ja, das ist halt bei mir oder bei uns allen der Fall. Das ist das, was man also im Großen und Ganzen immer mehr mit dem Alter, für mein Verständnis nach, realisiert, so dass das wichtigste Gut ist dann die Zeit und wie du diese Zeit füllst. Auch wenn du irgendetwas hast, was dir persönlich Spaß macht, wo du dich verwirklichen kannst, wo du nicht sagst, ich mache das rein nur, damit ich dann die Rechnungen bezahlen kann und dann, dass eine Null mehr irgendwo auf dem Konto draufsteht. Das ist natürlich auch super wichtig, gerade wenn man auch verantwortlich ist dann mit Familie und allem drum und dran und die finanziell dann abhängig sind. Also nicht so von wegen, lasst alles stehen und liegen und geht los und macht eure Rapper-Karriere dann fertig. Es muss natürlich funktionieren. Also ja. Der beste Job der Welt bringt leider auch nichts, wenn du exakt null verdienst. Ist dann schwierig. Dann ist der beste Job der Welt halt das beste Hobby der Welt. Aber ja, also beides muss passen. Wie gesagt, ich hätte keinen Bock, überhaupt keinen Bock auf einen top bezahlten Bürojob, wo ich jeden Morgen von 9 bis 5 halt hinrennen muss. Keine Ahnung was. Und jeden Tag das Gleiche machen muss, wäre nicht meine Welt. Es gibt, also ich will den Job oder solche Jobs an sich nicht schlecht reden. Es gibt Leute, für die ist das die Offenbarung schlechthin. Es wäre halt nicht meins. Ja. Und jeder muss halt seinen Weg gehen und seinen Weg finden. Aber das ist echt wichtig, meiner Meinung nach. Weil, wie gesagt, ich hätte keinen Bock, mich durch mein Leben zu quälen. Und der Job ist ja nun mal das, was du im Normalfall einen ziemlich großen Teil deines Lebens lang jeden. Dann sollte es Spaß machen, sollte dich irgendwie erfüllen, weil alles andere ist ein Albtraum. Absolut, absolut. Ja, ich habe jetzt nicht bewusst dann Jobs in die Richtung, aber ich hatte auch das Glück, irgendwann mal tatsächlich in diese Schiene reinzurutschen und dann auch Miete bezahlen zu können, indem ich Krimskrams über Video- und Computerspiele dann mache, ist auch natürlich auch ein sehr, sehr kleinen Teil vorbehalten gewesen. Heutzutage zum Glück wurde das ein bisschen demokratisiert, dass viel mehr Leute damit auch Geld verdienen können durch Streaming, durch Influencer-Geschichten, wie man es dann heutzutage nennt, dass du einfach online gehen kannst und sagst, ich spiele den ganzen Tag ein Spiel, habe Leute, mit denen ich mich online austausche und dass das schon so, dass es viel mehr Leuten möglich ist und du nicht wie ganz früher zu meinen Zeiten noch, die Kollegen, die jetzt auch natürlich noch bei uns bei Rocket Beans sind, aber wenn dann eine Handvoll Moderatoren bei NBC Giga dann gewesen sind, sie sind gecastet aus einem Pool von 20.000 Leuten, welcher Normalo hat eine Chance, das überhaupt zu machen? Natürlich nicht. Und heutzutage finde ich es toll, dass einfach so viel mehr Möglichkeiten einfach offen stehen und auch Leute ihre Leidenschaft entdecken können oder entdecken können in der Form, dass sie das auch kanalisieren und zu was machen können, womit eben nicht dann nur der Fließbandjob oder nur ein Managementjob oder wie auch immer dann das zusammenkommt. Was ich habe viele verschiedene Positionen ausprobiert. Ich war auch längere Jahre Redaktionsleiter, habe Formate betreut und ich habe für mich zum Beispiel gemerkt, okay, ich habe das gemacht, ich weiß jetzt, wie dieser Job funktioniert. Ich habe mich ausgetobt, ich will wieder kreativ sein und dann bin ich mehr in die Richtung gegangen, Moderation, Redaktion, wo ich einfach, ich will meinen Quatsch machen und ich will mich selbst weiter verwirklichen und solange ich mir das noch leisten kann, werde ich das dann machen, als jetzt dann irgendwie eine ganz hohe Stelle und einen Managementjob anzunehmen. Machst du alles richtig, also finde ich exakt die richtige Einstellung und ich gebe dir natürlich recht, du hast Möglichkeiten als zu unserer Zeit damals. Jetzt klingen wir wieder sehr alt. Aber es ist einfach so. Also allein das Internet hat so viel verändert. Was weiß ich, wenn du kannst halt über YouTube, wenn du jetzt halt Videos machen willst, kannst du erstmal deinen Kanal machen und Sachen erstellen, kreativ sein, kannst hier ein Publikum aufbauen und im Optimalfall so eine Karriere vorbereiten. Und eventuell von da aus dann halt durchstarten. Sowas gab es ja zu unserer Zeit nicht. Also weder YouTube noch Internet noch sonst was. Da sind die Möglichkeiten heute wirklich anders. Ja, also unsere Message an euch da draußen, probiert's einfach mal. Laden kannst du ja nicht. Nein, also absolut. Vor allen Dingen das Ding ist, wenn du es nicht probierst, wirst du dich dein Leben lang ärgern und dich dann immer fragst, hätte es denn geklappt, wenn ich es versucht hätte? Und das ist was, da möchte ich mich nicht mein Leben lang mit rumschlagen. Wir haben es damals versucht, als wir haben
Vertrag unterschrieben haben. Es gab ja zu keinem Zeitpunkt eine Garantie, dass wir irgendwie eine jetzt mittlerweile 37 Jahre lange Karriere und nach wie vor große angesehene Band sind. Die Garantie gab es ja nie. Und wir können auch theoretisch morgen weg vom einmal, aus welchem Grund auch immer, niemand mehr mag. Aber wir haben halt alles auf diese Karte. Und es war Plan A, Plan B gab es nicht, weil Plan B hätte ja bedeutet, Plan A nicht glauben. Und es hat funktioniert. Und wie gesagt, hätten wir es nicht versucht, würden wir heute wahrscheinlich hier sitzen. Ich hätte immer noch eine Gitarre und machen, aber hätte dann jetzt... Scheiße, wir hätten es versuchen sollen. Ja, es hat alles zu dem Punkt hier hingeführt, dass wir jetzt uns eine Stunde hingesetzt haben und über Gott und die Welt und Diablo 2 ein bisschen gequatscht haben. Wobei Diablo 2, das wollen wir natürlich nicht komplett unterschlagen. Du hast parallel hier gerade, welche Klasse spielst du jetzt hier im Moment? Das ist jetzt gerade der Totenbeschwörer. Den habe ich jetzt speziell, also den habe ich jetzt nicht für unser Gespräch erstellt, aber der spielt sich halt sehr gechillt, weil ich meine Skelette und Golems vorschicken kann und man nicht so konzentriert spielen muss wie bei manch anderen Klassen, aber ich spiele wirklich alles. Mhm. Ich habe einen Hang zu Fernkämpfen. Also Mage mag ich sehr gerne, wobei das natürlich eine Glaskanone ist. Also da muss man immer ein bisschen auch drauf achten, dass man nicht direkt platt gemacht wird. Aber selbst einen Barbaren spiele ich zum Beispiel gerne als Wurf-Barbar, und halt durch die Gegend schmeißt. Ich habe halt so eine Leidenschaft dafür, im Hintergrund zu stehen und auf Entfernung alles platt zu machen. Und hier machen das halt meine kleinen Kreaturen für mich. Sehr angenehm. Ja, es ist doch sehr schön. Ja, Leute, wenn ihr da draußen auf den Geschmack gekommen seid, nicht nur Diablo, sondern auch Blind Guardian mal in Aktion zu sehen. Also euer Album ist ja schon seit letztem September draußen, The God Machine. Ihr werdet 2023 auf Tour gehen. Kannst du ein bisschen was dazu sagen? Ja, die Tour beginnt im April. Wir fangen erstmal wieder mit jeder Menge Festivals an. Die eigentliche God Machine Tour beginnt irgendwann Laufe des Jahres, so während der Festivals. Ich glaube, in Deutschland sind wir im September. Ich muss sagen, ich habe die Daten jetzt nicht alle auswendig im Kopf, aber ich glaube, hier sind wir im September. Ich hoffe, es wird großartig. Ich hoffe, ihr kommt, wenn ihr Bock drauf habt. Wir waren ja letztes Jahr schon unterwegs, hatten da aber den Fokus auf das Somewhere Far Beyond Jubiläum gelegt. Die Tour hatten wir ja nicht, konnten dank Pandemie nicht die Tour spielen wie geplant und haben die dann geholt. Und jetzt ist halt das neue Album im Fokus und es wird spannend. Wir werden circa 2 Wochen anfangen zu proben und es wird großartig. Wir freuen uns auf jeden Fall. Ich glaube, da können wir uns alle dann drauf freuen. Und so wie wir in der letzten Stunde gesehen haben, die Finger sind ja eh gut bei dir trainiert, ob Gitarre spielen oder am Controller. Das heißt, du wirst so oder so gut genug vorbereitet sein. Ich glaube schon, ja. Sehr gut. Markus, ich danke dir für deine Zeit. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Gerne bei einer Gelegenheit wieder, wenn es mit dem Metal Hammer hier dann funktionieren kann. Ihr da draußen, ihr wisst Bescheid. Let's play and talk Metal. In der nächsten Zeit wird dann bestimmt auch noch ein bisschen mehr Folgen haben. Ich bin auch gespannt, mit wem ich mich sonst hier nochmal dazu setzen kann und wo wir aus der Geschichte unseres Lebens und der Computerspiele und der Musik natürlich ein bisschen klönen können. Markus, danke dir nochmal und einen schönen Tag. Ebenfalls.